Damit Mütter sich eine Auszeit gönnen können, überlassen sie auch hin und wieder den Vätern die Kinder. Diese zeigen sich meist von ihrer besten Seite. So können sie beweisen, dass sie durchaus in der Lage sind, sich ebenso liebevoll um das eigene Kind zu kümmern. Berücksichtigen sollte man jedoch, dass Väter etwas anders ticken und teilweise auf abenteuerliche Ideen kommen. Heute 8 Beweise dafür, dass Mütter ihre Kinder niemals mit Vätern alleine lassen sollten. Falls du neu auf diesem Kanal bist und dir die Videos gefallen, würde ich mich freuen, wenn du diesen abonnierst. Nummer 8. Kindheitserinnerungen werden wach. Den 3D-Abdruck mit diesem Spielzeug werden die meisten Väter in der eigenen Kindheit schon an sich selbst ausprobiert haben. Die eigenen Kinder sollen an dieser Erfahrung teilhaben. Kurzerhand entsteht daraus ein kleines Kunstwerk aus Plastikstäben. Wie man auf dem Motiv erkennen kann, scheint sich das Kind zu freuen. Nummer 7. Der Motorradfahrer. So stellt man sich einen Mann vor, der gerne Motorrad fährt, mit Kopftuch, Kutte und einem Tattoo. Damit der Sprössling die Leidenschaft des Papas schon in die Wiege gelegt bekommt, wird dem Kleinen schon in jungen Jahren gezeigt, wie er später einmal aussehen wird. Nummer 6. Der einfallsreiche Handwerker. Lange Haare wollen gebändigt werden. Väter wissen nur nicht immer, wo sich die Utensilien der Damen befinden. Hier hilft sich der gut ausgestattete Handwerker kurzerhand mit einem Kabelbinder aus, damit die Frisur sicher sitzt und nichts verrutscht. Nummer 5. Der zweckentfremdete Strampler. Der Bewegungsdrang der Kleinen scheint manchmal unendlich zu sein. Als Vater hilft man sich auf einfache Weise. Man bindet einfach die Beine eines Stramplers um einen Bettpfosten. So weiß man immer, wo sich der Sprössling befindet und muss nicht ständig hinterher sein. Nummer 4. Essenszeit ist kostbare Zeit. Zum Essen kommt man nur selten, wenn man ständig seinen Wirbelwind im Auge behalten muss. Schläft der kleine Schatz dann einmal, muss man sich nur zu helfen wissen. Mit dem Kleinen auf dem Arm bietet sich der Rücken als Tellerablage an. Ein einfallsreicher Vater schlägt so ganz einfach 2 Fliegen mit einer Klappe und genießt einen zwischenzeitlichen Snack. Nummer 3. Einfallsreichtum beschert ruhige Minuten. Scheint erst einmal die Sonne, zieht es Kinder fast automatisch nach draußen in den Garten. Auf der Schaukel können sie stundenlang sitzen, wobei der Papa als Starthilfe nicht fehlen darf. Väter, die ein schattiges Plätzchen bevorzugen, binden kurzerhand ein Seil an die Schaukel. Auf diese Weise kann man das Kind schaukeln lassen, muss aber nicht auf einen gemütlichen Platz und ein kühles Getränk verzichten. Nummer 2. Augenbrauen und Schnurrbart – der Klassiker. Augenbrauen und Schnurrbart hat wohl schon jeder Vater seinem Kind aufgemalt. Besonders zu Karneval ist das ein beliebtes Motiv. Bevor die Mutter nach Hause kommt, sollte man daran denken, es auch wieder zu entfernen, damit alle Beweise aus der Welt geschafft sind. Nur das Foto für das geheime Album darf nicht fehlen. Nummer 1. Die Kiwi. Säuglinge weisen meist erst spärliche Haarpracht auf dem Kopf auf. Schaut man sich das Bild an, sieht man die Parallelen zu einer Kiwi. Aber wer kommt schon von selbst auf eine solche Idee? Kurzerhand mit dem passenden Label gekennzeichnet, ist die Ähnlichkeit verblüffend. Damit Mütter kein schlechtes Gewissen bekommen, wenn sie ihre Kinder mit den Vätern alleine lassen, sei gesagt, dass die Kinder meist noch mehr Spaß als die Väter an diesen Aktionen haben. Falls euch das Video gefallen hat, zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben. Und um keine neuen Videos mehr zu verpassen, aktiviert die Glocke. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Video.